Eine Stunde. Oder Viertelstunde, Stunde, wie du magst. Ich mache mal hier ein bisschen Videomaterial für den Kollegen und dann komme ich zu euch. Super, sehr schön. Okay, nochmal. Salat zusammen. So, ich bin hier im Deutschen. Das ist meine erste Videodokumentation, ein bisschen ungewarnt. Und ich versuche hier mein Bestes, um einen interessanten Bericht zu liefern. So, wofür fangen wir an? Mit den Vorbereitungen. Vorbereitungen habe ich ungefähr 2 Jahre gemacht, für hauptsächlich sportlich. Damit ich das mit dem Velo hier auch gut überstehe. In dieser Zeit war es ja ein paar kleine administrative Arbeiten gewesen. Zum Beispiel Versicherung anpassen, bei der Gemeinde abmelden, beim Militär abmelden und natürlich auch Auto loswerden und daheim alles aufräumen. So dass ich eigentlich bereit bin zum Gehen. Ich habe eines noch mal eine Geschichte gelesen vom Hawaiianer. In der Geschichte ist es darum gegangen, der Hawaiianer hat sich für seine grosse Reise vorbereitet. Die Reise ist da, damit er zum Yosha Hawaiianer wird, zum Yosha Ma. Wo er eigentlich von Anfang an gewusst, aus Tradition, er braucht sein Kanu. Und sein Speer, und eigentlich nichts anderes. Aber nein, natürlich sind auch Dorfbewohner gekommen und jeder Dorfbewohner hat ihm nützliche Tipps gegeben, wie man es am besten machen kann und wie man es noch besser machen kann. Und jeder ist gekommen und hat sein Kanu immer mehr gefüllt mit Sachen, die er braucht, bis es an den Berg hat und um Platz machen, hat er schlussendlich sein Speer liegen und also hat wollte gehen. Hat er das Kanu ins Wasser gestoßen und ist versunken. Und ist schlussendlich noch nie gegangen auf seine Weltreise. Die Moral von der Geschichte ist ganz einfach. Irgendwann muss man aufhören, auf Leute hören, auf Tipps hören, Sachen packen und gehen. Unterwegs findet man noch immer raus, wie es am besten läuft. Und das habe ich jetzt gemacht. Mein Ziel ist eigentlich folgendes. Ich gehe bis auf Norwegen. Ich bin in der Schweiz gestartet. Ich habe hier auch die Idee gegeben, von den Zufall noch ein bisschen entscheiden zu lassen, indem ich mit der Münze entscheide. Aber es hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen mühsam ist, sich mit der Münze durch die Weltgeschichte zu begeben. Die Sache ist hier schon manchmal lustig. Ich habe das sogar noch schon einmal davor gemacht, aber da habe ich als Backpacker-Szenario gegeben. Also da habe ich kein Velo auf mir gegeben, habe schnell Geldsäcke können für ihn nehmen und eine lustige Entscheidung gerade geschwind mit der Münze können machen. Aber ja, das ist hier ein bisschen umständlicher, weil die Hosensäcke sind bei mir leer. Ich müsste jedes Mal vor bei der Tasche auftun, Münze rausholen, werfen. Und bis dann habe ich schon vergessen, was ich habe entscheiden. Egal. Ja, ich weiß noch nicht, ob man das wirklich noch durchziehen wegen, also da habe ich auch verschiedene Ideen, wie man es eigentlich könnte machen. Ich könnte auf der Landkarte noch 2-3 Ziele anvisieren und dann die Ziele brauchen, um Münzen zu entscheiden. Aber ja, auch das ist ein bisschen doof. Ja, ich gehe mal weiter zum Anfang zurück. Den ersten Münzwurf habe ich gerade direkt am Anfang gemacht. Und da bin ich noch nicht sicher gewesen, wo ich hergegangen bin. Ich habe mehrere Ideen gegeben. Aber nein, schlussendlich habe ich die Münze entschieden, ob ich in den Osten oder in den Westen gegangen bin. Es hat sich herausgestellt, dass Kopf gekommen ist. Und
wie sie dann Richtung Osten, dann bin ich Richtung Osten gefahren.